Hallo in die Runde. Mir waren ja leider keine Fünfer-Gargoyles. Ja, vergönnt. Dementsprechend habe ich mal ein paar gesucht und auch gefunden. Probieren wir es mal. Ziemlich hartes Team. Arco als Tank. Ich brauche ein sehr gutes Board, weil blau ist die falsche Farbe, um damit gegen einen grünen Tank vorgehen zu können. Gucken wir uns mal an, was er kann und wie stark dann am Ende die Minions sind. Ich hatte ja schon mal ausgerechnet, dass die um die 400 liegen müssen. Ich bin gespannt, was es jetzt am Ende wirklich ist. Die werden wir jetzt in Aktion sehen. Und die Minions mit 19 Wappen. 496. Da ist noch kein Limit Break drauf. Das ist krass. Das macht keinen Schaden. Jetzt müssen wir aktivieren. Dann gucken wir mal. Ah, das war dumm. Oh mein Gott. Das hatte ich vergessen, dass der Kong das macht. Ja, falsch, definitiv falsches Ding, um falsches Team, um damit anzugreifen. Wieso hat er so viele Lebenspunkte? Der bekommt doch nur 75 Lebenspunkte für jeden Lakaien, wenn er ausgelöst wird. Beim ersten Mal hat er einen gehabt, beim zweiten Mal hat er zwei gehabt. Das können doch nicht 200. Kann es sein, dass da eine Null fehlt? Das sind nicht 75. Das sind 750. Das ist ein Anzeigefehler. Hier ist doch nichts anderes, was mehr Leben macht. Oder werden jetzt plötzlich die Minions damit eingerechnet in die Lebensanzeige? Das wäre neu. Okay, ich opfer jetzt einfach mal. Ich will jetzt sehen, was kommt. Wenn die Minions weg sind. Die Minions sind nicht mal angekratzt. Gut, weil reflektiert wird. Ist okay. Das ist jetzt aber, Moment mal, da muss ich jetzt auch gerade noch mal gucken. Okay, wir können hier ein gelbes Match machen. 2900. Das sind 1300 mehr. Das kann doch nicht sein. Die Lebenspunkte haben sich nicht verändert. Da fehlt eine Null. ...750 Lebenspunkte für jeden Lakaien extra obendrauf. Alter Schwede. Hier gucken wir mal nochmal. Gut, ist schon eingerechnet. 3500. Okay. Das wird jetzt mal schnell verloren, das will ich jetzt wissen. Revanche aber sowas von. Wenn wir eine Chance haben wollen, brauchen wir Rot, was wir jetzt nicht bekommen.
es ist unfassbar. So, ganz normal 1945. Wieso? Wieso hat er jetzt Also, 75 Leben sind das definitiv nicht. Wir haben ja knapp 200 mehr. 198, er hat ein Minion. Wo kommen denn die 198 jetzt her? Der einzige, der es her ausgelöst hat, ist er. Also sind es nicht 750. Ach du Scheiße, da steht es ja, 75 pro Verbündeten, pro Lakai im Besitz. Also 75 mal 5 sind wir bei 350. Aber das stimmt auch nicht. Da müssen es 380 sein, grob. Also, diese Fähigkeit funktioniert irgendwie anders, wie sie da steht. Nehme ich jetzt nur mal die 70. Sind wir bei 350 Lebenspunkten, die sie bekommen müssten, wenn alle Verbündeten zusammengezählt sind. Die haben aber nur 200 bekommen. Das ist komisch und irgendwas ist damit falsch. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr mächtig. Diese ganzen verdammten Minion-Teams vor Weihnachten, die aus Blau-Grün bestanden, ja. Mutter, Krampus, Pengi und noch irgendein Minion-Macher. Die freuen sich jetzt über ihn. Meine Fresse, ist das ein mieser Drecksack. Ich gebe zu, den habe ich vielleicht unterschätzt. 75 pro Minion habe ich vielleicht. Ja, aber es sind 350. Wieso sind das nicht 350? Da scheint was falsch zu sein. So, das gibt jetzt den gewaltigen Boost. Ja, keine Chance mehr, ne? Kranker Scheiß. Also, ja, ich bin ein wenig sprachlos. Tja, wie geht man dagegen vor? Minion-Entfernung, ja. Minion-Entfernung habe ich aber nicht. Außer dem blauen, gelben muss ich halt erst nochmal mit. Das ist so heftig. Nochmal, zählen wir mal mit. Der wird jetzt gleich auslösen. Jetzt haut es hin, jetzt sind es 350 grob. Aber auch das passt nicht. 5 mal 70 sind 350.
müssten 375 Leben sein. Das sind aber nicht 375. Und wieso bekommt er da nur 100? Okay, er hat vorher vielleicht schon Schaden gefressen. Er hat 350 bekommen. Die Fähigkeit wird nacheinander ausgelöst. Alle Verbündeten, erst bekommen alle den Minion und dann das Leben aller Verbündeten wird um 75 Leben für jeden Lakai im Besitz erhöht. Die müssten doch alle gleich viel Lebenspunkte bekommen haben. Klar kann man mal 2% mehr oder weniger bekommen, aber irgendwas stimmt doch da nicht. Einmal den Schild brechen. Okay, viel zu viel. So viel soll es gar nicht sein. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Oder kill ihn, okay. Oh. Ein bisschen gruselig ist das schon, dieses Vieh. Ach shit, jetzt habe ich mir das Game Match kaputt gemacht. Sagte ich ein bisschen gruselig. Ich finde diesen Gargoyle hammermäßig gruselig. Wie heftig ist das bitte schön? Also wer weiß, wieso das so falsch war, bitte mal sagen, dass ich wüsste es gerne. Ich wüsste es wirklich gerade gerne, was ich da falsch gedacht habe, wieso ich daneben liege etc. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Antworten gerne als Kommentar unter das Video. Macht's gut. Tschüss.